Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass 2/3 meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SimCity Builded. Ja, in der letzten Folge haben wir hier unsere Omega-Stadt gebaut, wo ich gerade ein paar Neo-Simoleons einsammle. Das habe ich nochmal verschoben, einfach damit es ein bisschen mehr von den Bonis bekommt. Hier zum Beispiel bei Park, bei der Landschaft und so weiter. Ja, noch dazu habe ich mich ja hier drum gekümmert. Metropolis Liga. Ja, ich bin erster Platz geworden. Ich bin stolz auf mich. Ich glaube, ich war so 10.000 Punkte vor dem zweiten Platz. Also ich habe mit Abstand gewonnen. Sammeln wir das jetzt mal ein. Und ja, jetzt haben wir 660 Simcash, 114 Diamantschlüssel. So rum. Wir sind wieder in der Megalopolis-Liga, aber darum kümmern wir uns nicht. Steige ich jetzt noch ab oder nicht? Ich glaube, ich fürchte, ich steige nicht ab. Oh oh, bitte lasst mich absteigen. Der Krake ist wieder da. Ich habe nur leider nicht genug Sachen. Mir fehlt noch diese Zange. Und da ist übrigens eine Zange, sogar zwei. Das könnte schwer werden. Nee, lieber nicht. Erstmal nicht. So, dann machen wir das mal. Stadtbereich erweitern. Blockiert mein ganzes Lager, 180 von 180. Damit kann ich 27 Sachen loswerden, also lohnt sich auf jeden Fall. Und da haben wir noch einen Platz mehr. Machen einmal so, einmal so. Verschieben das mal und das andere auch. Passt perfekt hier rein. Schön. Dann hatten wir ja hier noch Probleme mit Wasser und Abwasser. Die habe ich jetzt gelöst, habe einfach beides gebaut. Ja, den Wu-Turm könnten wir verbessern. Dazu habe ich jetzt aber nicht mehr genug Geld. 120.000 Simoleons. Ich habe gerade mal 66. Und hier drin ist auch nur noch Kleinkram. Ja, und jetzt haben wir auch, habe ich auch 5800 Flossensimoleons. Das heißt, wir können jetzt hier uns das regionale Stadtlager holen. Das heißt, ich habe noch mehr Platz. Aus 180 werden dann 200. Regionale Stadtlager. Hat mich 5000 gekostet. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Hier im Grünteil habe ich es leider noch nicht ganz geschafft. Ich habe 1588
und ich werde immer weiter ermahnt. Ich habe leider nicht genug dazu. Nein, das wollte ich nicht. Da. Ja, ich fürchte, das kann ich erstmal nicht machen und es fängt natürlich direkt wieder an zu regnen. Gehen wir mal kurz zurück. Und dann können wir auch mal gucken, wie viele, was ich machen kann, um noch mehr Simcash zu bekommen, hier bei den Erfolgen. Erweiterung in der Spielkarte öffnen, 34 von 35. Beim Handel verdienen 1 Million. 125 Wohngebieten Omega oder Kernfusion Energie anbieten. Wu-Turm auf Stufe 10, das kann ich alles fast machen. Erweiterung in der Spielkarte, das haben wir hier eben gemacht. Und davon bin ich noch weit entfernt. Wu-Turm Stufe 10 brauche ich halt 120.000. Tja, das heißt wohl jetzt für mich Geld verdienen. Mit mehr Platz im Lager ist es natürlich viel besser. Ich verkaufe die Sachen aber nochmal kurz. Ist ein bisschen sperrig. So, die beiden Sachen machen wir mal. Das da. Gut. Mein Lager wäre jetzt schon voll, aber ich sammle einfach fleißig weiter. Okay, ist alles fertig. Gut, dann haben wir hier Schaufeln. Ja, wobei ich mache erstmal hier Mehl. Dreimal Mehl. Zwei Donuts. Dann hoch. Machen wir zwei davon. Und davon könnten wir vier machen. So, jetzt machen wir nochmal dreimal Käse rein. Und dann gucken wir mal, was haben wir noch? Elektrische Bauteile und Glas. Das können wir zweimal machen, die sind schön wertvoll. Was kann ich mit Glas machen? Ich habe jetzt nur noch Glas und Holz. Glas und Holz, aber nochmal Farbe. Egal, machen wir das auch nochmal. Jetzt können wir zweimal Zement verkaufen. Zwei Bohrmaschinen, Mehl ja nicht, Käse können wir verkaufen, ein Schrank, das hätte ich auch herstellen können, egal. Zwei Donuts und sonst erstmal nichts. Na, ich würde sogar hier erstmal nach hinten gehen. So, hier haben wir schon mal zwei Zement. Dann zweimal Käse.
Dann zwei Donuts. Ein Schrank. Zwei Bohrmaschinen. Und war da noch irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich glaube, das war's. Ich guck noch mal kurz nach. Nein, das war's schon. Dann können wir das ja hier schon mal einsammeln. Hier noch eine Werbung reinmachen. Dann können wir mal gucken, was man noch mit den Platin-Schlüsseln machen kann. Royal Garden. Omega Park. Ultimative Bürgermeisterstatue. Das ist natürlich was. Aber das kostet halt doppelt so viel. Okay. Vielleicht noch hier bei Landschaft etwas. Ja, davon habe ich auch schon einige gebaut. Getreidekreis. Stonehenge. Passt nicht hin. Ach komm schon. Hat zwar einen großen Radius, ist aber halt 3x3 Felder breit. Das stört mich ein bisschen. Das hat einen kleineren Radius und ist größer. Toll. Bei Bildung gab es noch nie wirklich was Gutes, finde ich. Omega-Universität. Die ist auch 4x3 breit. Ja, toll. Sind halt genau gleich gut, aber die normale Universität ist halt ein bisschen größer. Nordlichtforschungsinstitut. Habe ich genug Geld dafür? Nein, habe ich nicht. Aber mit Transportmitteln bin ich eigentlich ganz zufrieden. Aber ich brauche noch diesen Londoner Busbahnhof. Dafür habe ich nicht genug goldene Schlüssel. Omega-Röhrenterminal. Kurzstation. Habe ich auch nicht genug Geld dafür. So, machen wir hier noch ein bisschen Werbung rein. Und vielleicht sollte ich das hier auch neu bestücken.
Und hier mache ich 2. Ja, das ist das, wie ich normalerweise Sachen herstelle. Und damit natürlich auch ein bisschen Geld verdiene. Ist nicht besonders viel. Das meiste wurde jetzt schon verkauft. Und ich habe 80.000 von 120. Ich habe ja das hier noch. Gut, nee. Gibt's nichts zu tun. Das starte ich direkt neu. Wegen dem Tischtennis. Tisch. Ihr wisst, was ich meine. Oh, das ist auch viel zu viel. Ich hab's kapiert. Ich würde nur gern den da bauen, ja? Und dafür brauche ich Geld. Blattsimoleons. Einfach eine neue Ladung. 4 Taschen. 4 Taschen. Ich hab nur 2. Jetzt habe ich erst 3. Okay, Kochutensilien, Metall, das kann ja nicht so schwer sein, oder? Wahrscheinlich ist es jetzt total schwer. Ja, es ist auch. Ich habe nämlich kein Plastik. Gut. Das machen wir aber noch. Und hier habe ich keins mehr. Da haben wir noch was verkauft und ja, der Käse. Gut, Leute, das war's mit der Folge. Ja, wir haben kaum was gemacht. Bisschen hier was, bisschen da was. Hier haben wir den Stadtbereich erweitert. Das kann ich nicht machen. Ja, ein bisschen umgeguckt, was man als nächstes machen kann. Die Bürgermeisterstatue will ich auf jeden Fall haben. Das heißt, ich werde dafür kräftig sparen müssen. Blattsimoleons werde ich auch noch sammeln. Das heißt, in der nächsten Folge werde ich nicht mehr ermahnt, die ganze Zeit einen Bioladen zu bauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.